Ja, vielen Dank. Auch Ihnen erst nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, wie gesagt, wir haben einen Antrag fürs kommende Plenum heute eingebracht mit dem Titel Friday for Future, Schule schwänzen fürs Klima. Dort fordern wir kurz und knapp die Landesregierung dazu auf, die Einhaltung und Durchsetzung der Schulpflicht wieder zu gewährleisten. Wir erwarten auch eine klare Anweisung an die Brandenburger Schulämter, dass einzelne Schüler, an denen Schüler aufgrund der Demonstrationsteilnahme nicht zum Unterricht anwesend waren, dann entsprechend auch, dass es dokumentiert wird, dass entsprechend die Fehlstunden dann nachgeholt werden und dass in dem Augenblick, wo zum Beispiel auch Leistungsprüfungen an den Schulen dort an diesen Freitagen waren und die Schüler daran nicht teilgenommen haben, dass die dann auch als ungenügend zu bewerten sind bei den Schülern, wenn sie nicht da waren. Wir erwarten eine klare Haltung gegenüber den Schülern auch des Landes Brandenburg zu zeigen, auf geltendes Recht hinzuweisen und zur Anwesenheitspflicht zum Unterricht ausnahmslos aufzufordern. Und wir fordern auch, dass die an die Eltern eine klare Aufforderung geht und an die Schulen, dass ein Antrag auf Beurlaubung eines Schülers gemäß der Verwaltungsvorschriften nicht stattzugeben ist, eben für diesen Zweck dieser Demonstrationen. Der Hintergrund ist der, dass wir sagen, wir haben im Land Brandenburg in den letzten Jahren einen unglaublichen Ausfallstunden gehabt an Unterrichtsstunden. Es sind tausende von Fehlstunden letztendlich aufgelaufen und wir können uns auf Dauer uns nicht erlauben, dass die Schüler noch weitere Fehlstunden noch anhäufen. Wir wissen, wo wir im Bildungsranking stehen in Brandenburg und da ist jede Schulstunde, die verloren ist und die verfehlt ist, für die Schüler, für die Kinder insgesamt nachher, denke ich mal, ein Problem. Und wir glauben, dass es auch zu anderen Zeiten möglich ist, zu demonstrieren, wofür auch immer, wogegen auch immer. Wir richten uns nicht dagegen, dass Schüler überhaupt demonstrieren, sondern das können sie gerne tun in den Zeiten, wo sie eben nicht zur Schule gehen müssen, zu jeder Zeit und was auch immer da möglich ist und was sie auch immer möchten. So viel erstmal zum Antrag.